Hallo! Hallo! Wir sind's wieder und haben heute die letzte und finale Nicht-Promi-Kaffeeklatsch-Duett-Folge. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ja. Wir backen nicht nur einen Promi-Kuchen nach, sondern gleich zwei, und zwar parallel. Und deswegen wird's zum Nicht-Promi-Kaffeeklatsch-Duell heute. Wir werden testen, wer von beiden... Wir probieren einfach auf, wie man zu zweit in einer Küche zwei Kuchen backen, oder? Genau. Und jeder bekommt einen Kuchen. Ob sie besser wird. Und wer dann gewinnt vor allem auch noch. Da bin ich echt mal gespannt. Es gibt zur Auswahl, gibt es einmal in dieser Folge Ross Anthony, der mit einer Frischkäse-Bärentorte aufwartet. Und... von Lucy, von den No Angels, die eine tropische Früchte-Torte macht. Ich hab so Angst. Ich auch. Hast du die irgendwie markiert? Nee, hab ich nicht. Okay. Warte, eins, zwei, drei. Nein, Ross! Wir werden schon zu Lucy und Ross. Ja, ja! Batterie. So, Batterie, wir haben schon zu oft gespielt. Mein Rezept lautet, ich muss einen Mürbeteig machen, der aus Mehl, Butter, Zucker, Ei, einer Prise Salz und Hülsenfrüchten zum Blindbacken besteht. Und dann kommt für den Belag die Beeren, Frischkäse, hat schon jemand genascht, Joghurt, Schlagsahne, Gelatine, ich habe den Kuchen mit dem Schnaps, super, Puderzucker und Zitronenschale rein. Für den Biskuitteig Zucker, Eigelb, schaumig schlagen. Das kann ich, glaube ich, schon. Nein, das ist schade drin. Ich habe die Prise Salz vergessen. Liebste Lucy. Ja, Ross. Ah, kannst du mir bitte helfen? Klar, darf ich mir auch gar nicht so machen. Dieser Mürbeteig jetzt in 30 Minuten lang kalt steht, muss ich die Creme machen. Das
macht man dann damit? Verwertet man das ja nicht. Da kann man bestimmt Schnaps rausbrennen dann. Da kann man seinen eigenen Himbeergeist rausbrennen. Zwei Mangos. Vier Passionsfrüchte. Ach, das ist jetzt hier die Tüte fürs Früchtemus. Und ein Päckchen Gelatine. Steifen mit den restlichen Zutaten, der Creme, das Fruchtfleisch, der Mango, und Mango ist der und alles. Der Creme, ja. Keine Ahnung, was ich jetzt damit meinen. Der Boden, der blind gebackene Mürbeteig, boah, ist der fett, schau mal, der ist fett drauf, stimmt. Ich bin ein bisschen stolz. Eine Torte. Halten wir haben jetzt gemischten verlesenen Beeren auf dem Boden verteilt. Fertig. Oh, Lisi, das sieht hammermäßig aus. Ich habe überall klebt, überall. Also der Boden ist super. Hörst du, dein Boden ist super. Hier auch. Ein bisschen tiefgekühlte Früchte inzwischen. Die Creme ist gut. Mit den Industrieblaubeeren dazu. Rundet das Ganze ab. Sehr frisch. Es ist ein Biskuitteig.
der etwas fester ist als der bisherigen Biskuitteige, die ich probiert habe. Aber er ist sehr frisch, erfrischend. Der hier ist mehr, ist, also ist eher eine Bombe. Der ist aber auch Bombe gemacht. Also ich finde, dass der unglaublich gut gebacken ist. Die sind echt toll. Das ist sehr lecker. Das ist nicht so süß. Für mich, Lisi, du hast schon mal einen Punkt. Einen Punkt habe ich schon. Du hast sogar zwei Punkte. Insgesamt ist der Blaubeerkuchen deutlich besser. Ach Mann, oh. Ich bin frustriert, meine Torte hat verloren. Aber sie kann nichts dafür, aber sie war so gut. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Es liegt nur an Lucys Rezept, aber dafür... Was sie aus dem Internet hat. ...die Lisi den super, super, super Kuchen gebacken. Macht dir nichts, zählt aber trotzdem. Aber dafür kann ich ja auch nichts. Eben. Nee, ja ich so. Bin stolz auf dich.